Auf Schalke. Gazprom geht mit in die zweite Liga, das war lange nicht klar. Und der Vertrag, den man aushandeln konnte, der ist für Zweitliga-Verhältnisse wirklich mächtig. Rund 10 Millionen Euro zahlt der Russe an den FC Schalke 04 für das Jahr in der zweiten Liga. Hat aber auch klar gemacht, das muss ein Betriebsunfall sein und wir wollen auch sehen, dass ihr das genauso angeht. Heißt eigentlich Aufstiegspflicht für Schalke 04. Aber für die Finanzierung dieser Zweitligasaison sind die 10 Millionen Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn man weiß auch immer noch nicht, wie viele der ganz teuren Spieler, die meisten von denen haben einen Vertrag für die zweite Liga ohne Gehaltseinbußen, wie viele man wirklich los wird. Erste Gespräche hat es gegeben, aber noch nicht wirklich fortgeschrittene. Für Sie vor Ort in Gelsenkirchen auf Schalke.